Fluorid, das ist das Thema in unserem 42. Kapitel in unserem Osteoporosebuch. Fluorid schädigt die Knochen. Es ist ein extrem starkes Gift. Es blockiert alle Enzyme, es stört unzählige biochemische Prozesse, es verursacht oxidativen Stress. Es ist kein Spurenelement in dem Sinne, dass wir Spuren davon irgendwie brauchen würden. Die Fluoridgabe an Säuglinge ist ein wissenschaftlicher Fehler, der letztendlich auf Fälschungen zurückgeht. Fluoridbelastung im Tierversuch, da kann man alle Schäden demonstrieren. Das Frakturrisiko bei der Fluoridzufuhr über das Trinkwasser wird hier analysiert. Was es mit der Fluoridbehandlung bei Osteoporose für Schäden gegeben hat, wir sollten die Fluoridbelastung so weit wie möglich verringern. Das alles ist ein Kapitel mit 8 Seiten in unserem Osteoporosebuch. Kurz und knapp erfahren Sie, wie Sie sich orientieren sollten.